Ja, ich glaube, ich bin nicht so beliebt. So hat sich das zumindest angehört. War das wirklich alles? Körperforum? Ah. Hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Es ist wirklich nicht geplant, aber jedes Mal, wenn ich hier auf der Bühne stehe, muss ich doch sagen, dass ich mich so unglaublich über Ihre wunderbaren Gesichter freue und doch immer ein bisschen aufgeregt bin. Vorher denke ich immer wieder, mein Gott, du gehst gleich auf die Bühne, jetzt ein bisschen Adrenalin wäre doch gut, aber sobald ich Sie sehe, bin ich furchtbar aufgeregt und weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu einer wirklich besonderen Ausgabe von Ort zu Welt. Mein Name ist Bahar Oshanay. Ich bin in der Körperstiftung für die Musikprojekte im Bereich Kultur zuständig, unter anderem auch für diese Reihe Ort zu Welt. Und ich freue mich sehr, dass der heutige Abend eine Kooperation bildet mit unseren wunderbaren Kolleginnen aus dem Bereich Wissenschaft, die hier hauptsächlich hier vorne stehen, die Fanmeile sozusagen. Denn der heutige Abend findet im Rahmen der Hamburger Horizonte statt. Die Hamburger Horizonte sind, das ist eine Veranstaltungsreihe hier in Hamburg, was seit 2017 jährlich stattfindet und in jedem Jahr einen besonderen gesellschaftlich relevante Thematik in den Fokus stellt. In diesem Jahr geht es um das Thema bedrohte Vielfalt. Wie sichern wir die Biodiversität? Und seit dem 5. Oktober bis zum 13. November hatten Sie noch die Gelegenheit, sehr interessante Veranstaltungen noch zu besuchen. Und dass die Beschäftigung mit diesem Thema Klimawandel auf der einen Seite, aber die Bedrohung der Artenvielfalt uns alle auf eine Art und Weise betrifft und auch bedrückt, ist unumstritten. Welche Rolle Kunst, Kultur und insbesondere Musik dabei spielen kann. Damit befassen wir uns heute Abend. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin so froh, dass wir wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet gefunden haben. Ein Mensch, der es wirklich auf unfassbar liebevolle, kreative und individuelle Art und Weise schafft, diese Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft und Kunst oder Kultur oder Musik, wie man es auch nennen mag. Und ich hätte es nicht gedacht und auch jetzt glaube ich es noch nicht, aber er ist wirklich da. Dominik Eulberg, er ist hier unter uns. Dominik Eulberg ist seit nun zwei Jahrzehnten, er sieht so jung aus, deswegen fällt es mir schwer, das auszusprechen, ein international gefragter DJ und Produzent. Er legt wirklich auf sehr, sehr großen Raves auf. Also unser Körperforum ist dagegen eher so eine kleine Holzhütte, würde ich sagen. Also mit über 1000, Zehntausenden von Fans, die ihn, ich habe mal auf Videos gesehen, mit sehr interessanten Baumstämmen begrüßen. Das ist sein Markenzeichen. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von Ihnen allen, dass Sie heute nicht sich an einem Lindenbaum vorhin begnügt haben. Und er wurde 2004 zum besten Newcomer des Jahres gewählt, 2005 zum besten Produzenten. Und für sein zweites Album Heimische Gefilde gab es sogar den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Diese Preise könnte ich jetzt noch aufzählen, aber weil wir uns ja mit ihm unterhalten wollen, das ist nämlich auch das Konzept dieser Reihe Ort zur Welt. Es ist nicht nur ein Konzert, Sie wissen das, also die Wiederholungstäter kennen das. Sie müssen sich jetzt auch ein bisschen gedulden, bis Sie Musik hören und sich heute Abend vor allem auch bewegen dürfen. Aber Sie haben die unglaubliche Gelegenheit, den Künstler ganz nah kennenzulernen. Die nächsten 25 Minuten habe ich die große Ehre, mich mit Dominik Eulberg zu unterhalten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, aber ich freue mich unfassbar, dass du, Dominik, heute hier bist. Sehr schön. Wow. Schau mal, jetzt sind wir beide endlich nicht mehr aufgeregt. Endlich vereint. Toll. Darf ich mit deiner Socke anfangen heute? Ja. Magst du die einmal zeigen? Kann ich auch gerne zeigen, ja. Wir zeigen nämlich interessante Einblicke, so das, was Sie normalerweise bei Konzerten ja nicht sehen, nämlich genau, die Socke von Dominik Eulberg. Wir sind Eulberg. Ja heute unter uns. Darf ich sagen, was es ist? Ja, bitte. Rotkehlchen. Sehr gut. Woher ich habe nämlich das? Geübt. Bitte? Genau, hier. Kann ich mal zeigen, hier auch in die Kamera, es wird ja auch gestreamt. Höher, ja Gott,
Ballett hier. Musst mir helfen, Baha. So? Oh mein Gott, okay. Ja, ganz schlecht. Jetzt lassen wir die Schuhe auch direkt aus hier. Wir sind ja zu Hause. Genau, ich glaube, das wird heute wirklich ein Wunschkonzert, weil wenn dein Publikum endlich mal mit dir so in direkt Kontakt treten kann, wir können sie ja kurz mal ignorieren, weil wer weiß, was jetzt gleich noch für Wünsche kommen. Also ausziehen wird sich der Herr heute nicht, ne? Dass wir das schon mal hier feststellen. Dominik, schön, dass du da bist. Ja. Du bist der Sohn eines Biologen und einer Naturliebhaberin. Du bist in der Natur aufgewachsen, im Westerwald, ohne Fernsehen, wie du gesagt hast, weil die Natur das größte und spannendste Entertainment-System ist, wie du es so schön bezeichnest. Kannst du uns sagen, wann war der Moment, wo du die Bedrohung der Natur so stark gespürt hast und das Bedürfnis hattest, in deiner Arbeit dich für die Natur und den Erhalt der Natur einzusetzen? Ja, also zunächst mal will ich nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass Natur die größte Künstlerin von allen ist, für mich. Vielleicht Julius, oder man sieht es ja auch hier, das sind ja auch die, vorne konnte er übrigens auch Bücher von mir nachher kaufen, meine Frau ist da. Und alles, was ihr hier seht, das sind heimische Arten, die man von der eigenen Haustür rezipieren kann. Und das ist mir immer ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, ihr müsst nicht in den tropischen Regenwald fahren, um irgendwelche abgefahrenen Viecher zu sehen. Auch vor der eigenen Haustür gibt es wahre Wunder zu entdecken. Zum Beispiel der hier, der hat mich als kleines Kind schon immer total fasziniert. Das ist ein Feldsandlaufkäfer. Wir gucken uns jetzt mal eine Makroaufnahme von dem an. Ich mache nämlich auch Fotos mit einem Freund. Das ist er. Das sind die Mandibeln des Sandlaufkäfers. Und er kann mit einem Biss seine Beute in zwei Hälften teilen und somit für Tatsachen sorgen. Und der rennt in einer Sekunde das 120-fache seiner Körperlänge. Und der rennt so schnell, dass er alle drei Sekunden stehen bleiben muss. Und denkst so, scheiße, wo bin ich überhaupt? Ne? Und das hat mich als Kind schon immer total fasziniert. Und mir ist es aber... Ich stelle immer wieder fest, dass viele Leute das gar nicht kennen. Und wie Goethe schon sagte, wir sehen nur das, was wir wissen. Oder was kennt ihr noch von den Tieren hier? Gehen wir mal zurück, Julius. Gucken wir mal, welche Tierarten kennt ihr hier? Den Bienenfresser wurde erkannt. Der, oh, doch, gar nicht schlecht hier. Ne? Man staunt, ne? Genau, der Eisvogel. Aber das ist halt eben ganz wichtig. Das Lustvolle ist der Motor der Evolution und mir ist es ganz wichtig, mit meiner Arbeit das Staunen anzuregen in euch, weil das Staunen ist der Anfang einer jeglichen Erkenntnis und erst darüber kam ich auf die Idee, das miteinander zu vereinen. Also ich habe das schon studiert, ich habe ja nicht Musik studiert, sondern Ökologie, also ich sehe mich auch nicht als Musiker. Wenn du jetzt sagen würdest, Dominik, wir setzen uns mal ein Klavier, spielen mal Beethoven, dann wirst du enttäuscht sein. Aber ich benutze das eher indirekt und da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Wo wir gerade den Eisvogel sehen, weiß jemand, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist? Das erkläre ich euch ja mal ganz kurz, wenn wir hier schon sind. Weiß es jemand? Männchen, richtig. Woran hast du es erkannt? Man erkennt es tatsächlich am Schnabel, weil das ist ein Männchen und die Damen, wenn die ausgehen, dann tragen die Lippenstift auf, so wie die BH. Das ist Natur bei mir, ich habe keinen Lippenstift. Und wenn ihr einen Eisvogel mit Lippenstift seht, dann wisst ihr, das ist eine Frau. Ah ja, das haben wir gelernt. Das ist doch eine gute Brücke. Und Dominik, doch. Ich muss sagen, ich habe mich ja in den letzten 3 Tagen intensivst mit dir befasst. Ja. Ich bin eigentlich besessen von dir gerade, regelrecht. Und es ist wirklich so, es ist eine unglaubliche Herausforderung, das Gespräch mit dir auf noch 22 Minuten zu kürzen. Ja, total. Wir kriegen das aber hin. Gestresst. Normalerweise machen wir immer zwei Stunden. Deswegen folge ich meinem Protokoll, meine zweite Frage. Aha. Und zwar, wie du ja vorhin erwähnt hast, du bist studierter Ökonome mit Schwerpunkt Ökologische. Verzeihung, dieser eine Buchstabe macht einen großen Unterschied. Mit dem Schwerpunkt Naturschutz. Ja. Und du bezeichnest dich selber nicht als Musiker. Nee. Wann und wie hat es aber trotzdem angefangen, dass du den Zugang zur Musik gefunden hast? Ja, also es war erst mal 1993. Also seit 1993 mache ich Musik. Da habe ich mir erste Synthesizer gekauft, also seit 3 Jahrzehnten. 30-jähriges Jubiläum habe ich jetzt übrigens. Und ja, danke schön. Und also als Kind hat mich Musik nie interessiert, das fand ich immer zu affektiert, wenn die da singen, I love you und so mit einer Gitarre. Da dachte ich mir, was soll dieser Quatsch?
Und bis ich das erste Mal elektronische Musik gehört habe, dieser apodiktische Fluss des Lebens, dieses Immerwährende, das findet man auch in der Natur sehr gut wieder. Und ich habe mir den ersten Trump-Computer gekauft, das habe ich ja auch mitgebracht, das kann ich euch auch gleich mal zeigen, weil ich werde ja auch... Haben Sie auch Trump-Computer verstanden? Heute Abend Musik machen. Ich habe hier zum Beispiel mir früher erste Trump-Computer gekauft, so eine 808. Es gab ja 808 und 909, das waren die Geräte, mit denen man Techno damals gemacht hat. Eine 101 habe ich mir damals schon gekauft in den 80er Jahren, also ein Bass-Synthesizer. Entschuldigung, Dominik, kannst du das auch für Normalsterbliche machen? Also 101, das ist die Marke oder? Nein, also es ist die Marke Roland und das ist 101 ist der Bass-Synthesizer, 808 sind die Trump-Computer. Aber ich fand das so... Bleib ruhig mal da, so, das ist, ja. Da sind ja noch ein paar andere. Ich fand das einfach faszinierend mit meiner jungfräulichen Neugier damals als Junge. Ich musste ja immer erforschen, wenn ich in den Wald gegangen bin und habe einen Ziegenmelker gehört oder so. Da dachte ich mir, was ist das für ein crazy Sound? Musste rauskriegen, was ist das für ein Sound? Wie funktionieren die Sterilisationsgeräusche von Heuschrecken? Wie funktioniert das bitte schön zum Kuckuck, dass aus so einem Synthesizer so ein Sound rauskommt? Und dann habe ich mir erste Synthesizer gekauft, habe die auseinandergebaut und habe die wieder zusammengebaut, um das mal zu lernen. Ja. Und erst dann kam ich später dazu, dann auch Musik damit zu machen. Also das kam bei mir über die Klangforschung. Also du bist Autodidakt, was ja. das angeht. Ja. Absolut, okay. Und könntest du, du hast jetzt natürlich nicht das Ganze, also du hast das, dein Equipment dabei, womit du die Musik präsentierst. Aber könntest du uns einmal erklären, was passiert, wenn du, also ich stelle mir vor, Dominik Eulberg, 6 Uhr morgens, läuft mit seinem Aufnahmegerät durch Westerwald an einem Sumpf und da fliegt irgendwie eine Ameisenschrecke, Heuschrecke, keine Ahnung, irgendwie ein exotisches Tier vorbei und das Ameisenjungfer. Den Sound nimmst du auf und was passiert dann? Nee, das mache ich ja schon lange nicht mehr. Also das habe ich ja früher mal gemacht in den 90er Jahren, aber irgendwann hat mich das auch gelangweilt, das ist wie bei Hermann Hesse Stufen, da war der Drops gelutscht. Irgendwann hat man alles aufgenommen und vertont, das hat mich dann gelangweilt. Mittlerweile mache ich was anderes, weil ich finde es faszinierend. Singvögel gibt es ja 33 Millionen Jahre und das kann man ja durchaus als komplexe Musik bezeichnen. Eine Nachtigall, eine virtuose Nachtigall schafft es auf ein Repertoire von 300 Strophen, ein Rotkehlchen auf 275 Strophen. Am Stück? Ja, also das haben die als Repertoire, also das können die abspulen. Ne? Also jeder Vogel hat da so seine Lieblingsstufen. Und was ich mittlerweile mache, dass ich die Noten transkribiere in Daten. Dazu habe ich euch auch mal ein Bild mitgebracht. Das war jetzt eine Mönchsgrasmücke. Den kennen ja auch viele Leute gar nicht, obwohl es die vierthäufigste heimische Vogelart ist. Also der häufigste ist ja die Amsel, dann kommt der Buchfink, dann kommt die Kohlmeise und dann kommt schon die Mönchsgrasmücke. Kannst du die nachmachen? Ist es jetzt? Ja, meinst du die oder? Das ist, die ist so schnell, die stellt immer so Fragen, so. Ah, okay, alles klar. Sie haben es auch wieder erkannt, oder? Also wieso Fragen? Ich kann es ja auch mal vorspielen, wo man da weiß nicht. Er googelt das hier mal gerade in meinem Computer. Also er googelt nicht, aber mal gucken, ob ich die hier habe. Ja, bestimmt. Gucken wir mal. Nee, klappt nicht. Doch, hier. Das ist sie. Also die stellt immer so Fragen. Und jetzt gucken. Und das ist, was Sie jetzt hier hören. Ich lasse mal gerade laufen. Das ist der Ruf, dieses Tixen, das ist ja nicht der Gesang, sondern der Ruf. Genau das, was ihr hier seht, also wenn der Vogel ja Piep macht, dann ist es ja immer eine Frage aus vier Parametern, eine Frage der Tonhöhe. Also weil die, da habe ich natürlich immer interpoliert, dass ein A 440 Hertz ist, das ist eine anthropogene Konvention. Und das wissen die Vögel ja nicht, deswegen habe ich immer geguckt, ist es eher ein Ass oder ist es ein A? Kannst du diese anthropogene Östrogen, was das eben war, nochmal erklären? Bitte? Also wir müssen immer davon ausgehen, dass das Publikum nicht so schlau ist, okay. Ihr beide. Also ich bin's auch nicht, aber es gibt ja 12 Halbtöne. Ja. Und pro Oktave gibt es 12 Halbtöne, also pro Verdopplung der Frequenz.
Also muss ich erstmal den Kammerton festlegen, das A 440 Hertz. 880 Hertz ist das nächste A und dazwischen, das hat man quasi durch 12 geteilt, das sind die Halbtöne. Ne? Ja, oder? So kann man es sagen. Und das wissen wir, aber das wissen die Vögel nicht. Also deswegen muss man interpolieren, wenn man das mit Note nachmacht, also auf- oder abrunden. Ah, interpolieren. Ja. Ja? Okay. Und dann ist jetzt immer eine Frage auch der Anschlagsdynamik, das, was ihr hier seht. Wie laut oder leise ist der Ton? Wie kurz oder lang ist der Ton? Eine Frage, ist ein Glissando oder Portamento da? Das sieht man jetzt hier nicht. Und eine Frage des Envelopes, also wie transientenreich ist der Sound? Also heißt das eine sehr harte Attack, so ein Tick, Tick oder ein schleichender Attack? Und eine Frage der Release. Und dann habe ich irgendwann die Noten daraus, das habe ich transkribiert und das, was dann übrig bleibt, ist wirklich ein Musikstück, was zu 100% von einem Vogel oder von einem Tier komponiert wurde. Das heißt, du setzt dem nichts letztlich hinzu. Du verarbeitest, nein, interpretierst das nicht, sondern du. Genau, ich übersetze das und dann stellen wir dabei fest, wow, wie musikalisch die Natur überhaupt ist, was das für eine geniale Künstlerin ist. Also, weil ich könnte so eine Fingerfertigkeit würde ich niemals hinbekommen, so Melodien zu spielen. Und dann nehme ich diese Patterns hier oder Sequenzen, die ich habe, und schmuggle die in meine Musik rein. Ne? Also ich komponiere selber eine Melodie, aber ich schmuggle die da rein und dann habe ich so diesen Vibe der Natur, den Spirit der Natur, die Genialität mit meinen eigenen Musikstücken. Unglaublich, du könntest auch als Musikvermittler durchgehen, aber du wirst eher als Wissenschaftsvermittler oder Wissenschaftsperformer, habe ich sogar mal gelesen, bezeichnet. Und mich würde interessieren, also das, was du jetzt gerade geschildert hast, das Beispiel, also das Beispiel auch mit der Mönchsgrasmücke, warum heißt die denn so eigentlich? Naja. Ja, das kann ich dir genau erklären. Kannst du bestimmt, oder? Sicher, ja, also das, also Mönch, deswegen, weil das Männchen, oder haben wir ein Bild von der Mönchsgrasmücke, Julius? Ja, machen wir das Cover an, vielleicht ist es da. Ist es da? Erkennt ihr die Mönchsgrasmücke? Nein, erkennen wir nicht, sie ist nicht da drauf. Also die hat auf jeden Fall eine schwarze Kappe, das Männchen, das Weibchen hat eine braune Kappe. Deswegen dachten die, ach, der sieht ja aus wie ein Mönch. Und das Grasmücke hat nichts mit Gras wie Wiese und Mücke wie Insekt zu tun, sondern es kommt von dem althochdeutschen Wort Grasmucker, also grauer Schlüpfer, ein grauer, unscheinbarer Vogel, der durchs Gebüsch schlüpft. Ja. Macht absolut Sinn, der Name. Etymologisch, ja. Danke für diese Erläuterung. Und in dem Buch, tatsächlich genau. Wollte ich auch genau darüber sprechen, was du mit Matthias Garf hergestellt hast, siehst du, nicht hergestellt hast, Entschuldigung, produziert hast oder kreiert hast, sieht man, also werden diese einzelnen wunderbaren Tiere vorgestellt mit einer Figur, die aus Alltagsgegenständen besteht. Also ich empfehle Ihnen, greifen Sie zu, solange noch diese Bücher da sind. Das ist wirklich, also man hat, groß und klein haben wirklich eine Freude an diesem Buch. Und es gibt einen QR-Code, womit man dann noch ein Beispiel, was wir gerade gehört haben, zu jedem einzelnen Tier. Genau, ja, aber wie gesagt, die Idee dazu kam mir, es gab eine Studie, eine BISA-Studie, nicht PISA-Studie, dass gerade mal 3% der Bevölkerung den Buchfink noch am Gesang erkennt. Und wie zum Kuckuck wollen wir denn etwas schützen, was wir gar nicht mehr kennen, wahrnehmen? Und wir hören einfach nicht mehr zu. Dabei ist das Gehör unser elaboriertestes Sinnesorgan, das erste, was im Mutterleib gleich nach dem Tastsinn ausgebildet wird, das letzte, was erlischt, wenn wir sterben. Trotzdem foltern wir es mit Low-Quality-MP3s und Billig-Kopfhörern. Wir klotzen nur noch, wir wischen, wir gucken auf viergige Kisten, wir hören nicht mehr zu. Und das ist der Grund, warum wir da stehen, wo wir stehen. Wir hören unseren Partnerinnen und Partnern nicht mehr zu, wir hören uns aber selber auch nicht mehr zu. Wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Wir sind oft Sklave des elterlichen oder gesellschaftlichen Diktats und wir hören der Natur auch nicht mehr zu. Also ich glaube, wir hören gerade über 300 Leute und sicherlich noch welche im Livestream dir sehr gebannt zu. Du hast neben deiner Musik und neben deinem Engagement, weil du auch ehrenamtlich dich in verschiedenen Naturschutzverbänden engagierst, sehr interessante multimediale und interdisziplinäre Projekte selbst entwickelt, wie unter anderem zum Beispiel neben diesen wunderbaren Büchern auch Spiele. Ich habe das mal mit, ich wusste gar nicht, was Quartett ist, aber durch dich habe ich dieses Spiel kennengelernt. Sehr interessant. Ich kann es nicht, aber ich habe es zumindest ausprobiert. Sehr sympathisch. Und die Biodiversitätsshow ist, kennen Sie alle Quartett oder warum lachen Sie? Selbstverständlich. Naja. Ich will jetzt nicht mit der Migrationskarte wieder spielen, aber ich komme aus einer anderen Kultur. Wir spielen eher Schach, wir Perser. Quartett.
Genau, und die, es gibt, also, mein Gott. Du, ist du, nicht schlimm, Bahar, wir mögen dich trotzdem, so wie du bist. Du kuratierst Ausstellungen. Ja. Und du hast eine eigene Show, die sich als Biodiversitätsshow, ja, die du eigentlich heute zwischendurch, ne, wir haben überlegt, oh, machen wir doch ja, eine Biodiversitätsshow. Ja, ich war immer am Switchen, mach eine Biodiversitätsshow oder die wollen die tanzen? Die wollen tanzen. Ja? Die wollen doch eindeutig weiß tanzen, nicht, oder? Also 5% wollen so tanzen, deswegen können wir leider nicht die Biodiversitätsshow genau, also, machen heute. Genau, also ich mache so eine transdisziplinäre, nicht interdisziplinäre, transdisziplinäre. Ist das? Ach ja, das ist ein Unterschied. Interdisziplinär ist, wenn man innerhalb an der Wissenschaftssparte ist, wenn man jetzt einen Fakt soziologisch und biologisch betrachtet, aber ich, du hast ja als Künstler und Wissenschaftskommunikator in Personalunion machen, deswegen ist es transdisziplinär. Ich werde mir bei der nächsten Auswahl des Künstlers aber sehr darauf achten, dass er nicht so schlau ist, damit ich nicht so dastehe. Ah ja, aber genau, schön, aber das ist mir einfach wichtig, über das Thema Biodiversität zu sprechen. Oder wisst ihr, was das bedeutet, Biodiversität? Weil das große Problem ist, die Natur hat ja keine Lobby. Und ich sage mal, wenn wir Greta Thunberg nicht hätten, wären wir in der Klimadiskussion bei weitem nicht so weit, wie wir das heute sind. Und bei der Biodiversität stelle ich immer wieder mit Erschrecken fest, die Leute kapieren gar nicht, was das überhaupt ist. Was bedeutet das denn? Bitte? Vielfalt. Bitte? Vielfalt. Vielfalt von was? Fast. Also viele Leute denken, es sei ein Synonym für Artenvielfalt. Wenn ich jetzt mal klugscheißerisch schwätzen würde, sage ich Biodiversität, wenn ich normal schwätze, Artenvielfalt. Nein, so einfach ist es nicht. Der Begriff besteht aus den drei Säulen: Artenvielfalt, genetische Vielfalt, weil oft ist es so, dass irgendwelche Arten auch in Schutzgebieten künstlich am Tropfen am Leben erhalten werden, und Biotopvielfalt. Das macht zusammen die biologische Vielfalt aus. Also kommt von kannst du ein bisschen langsamer, also ich komme nicht mit. Bios für das Leben, ja, ich mache das so oft, deswegen rattere ich das gerade runter wie eine Nähmaschine. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, den Leuten zu sagen, dass eine intakte Biodiversität eine Überlebensversicherung für uns und kommende Generationen ist. Und da Natur keine Lobby hat, versuche ich die Bühnen, die mir als arrivierter Künstler geboten werden, zu nutzen, um Menschen wie euch jetzt hier dafür zu sensibilisieren. Weil es werden sich nur dann Dinge ändern, wenn sie mehrheitsfähig sind. Ne? So ist es einfach. Wenn man da denkt, die Politik, ja, wenn man denkt, die Politik macht das, was wirklich für die Zukunft der Menschen am besten ist, dann kann man auch noch an Nikolaus glauben. Ne? Baha, machen wir auch so. Aber das ist, es geht einfach darum, diese Inhalte in die breite Masse zu vermitteln. Und da ist Kunst und Kultur sind ganz wunderbare Vektoren, weil sie lustvoll und niederschwellig sind. Deswegen bin ich auch Gastwissenschaftler am Museum für Naturkunde in Berlin, wo die Gebrüder Humboldt schon gelehrt haben. Genau, und übrigens, nach dir wurde doch vor kurzem ein Insekt benannt, kann das sein? Richtig. Ich habe mir den Namen auch gemerkt. Ja, dann sag gib mir eine Sekunde. Seraphron Oldebergi. Genau, ja. Richtig? Ja. Gut, ne? Es ist nämlich eine Wespenart. Kannst du mir bitte sagen, hast du diese Wespe entdeckt oder wie, warum hast du nee, die habe ich nicht entdeckt. Die wurde in Kenia in einem Regenwald, wurde sie, ich glaube vor 15 Jahren wurde sie entdeckt. Das dauert ja immer ewig lange, bis die beschrieben werden. Ich meine, es sterben ja mittlerweile mehr Arten pro Tag aus, wie neue beschrieben werden. Das muss man sagen, das ist ja wirklich beängstigend. Und ich habe die natürlich nicht entdeckt und noch nicht beschrieben, aber das waren Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Biodiversitätsforschung am Museum König in Bonn. Und die waren große Fans von meiner Arbeit und die haben das mir zu Ehren dann so genannt, das Insekt. Da habe ich mich sehr besonders drüber gefreut. Wir freuen uns auch sehr. Ich konnte mir auch vorstellen, dass ich hoffe, dass du sehr lange lebst und weiterhin so aktiv bleibst, dass so ein ganzer Zoo nach dir bald benannt wird. Das kann ich durchaus mein Ziel, vorstellbar. Ja. Das ist mein Ziel. Da diese Veranstaltung heute Abend eine Kooperation ist mit dem Bereich Wissenschaft, weil du, wie gesagt, du bist ja der Inbegriff der wirklich dieses Brückenschlags zwischen Kultur und darf ich sagen Kultur, also ich sage jetzt nicht, dass du ein Musiker bist, aber es ist ja sehr kulturell letztendlich, was du machst. Und ich bin ein bisschen verunsichert, merke ich gerade, weil du mich so oft kritisiert hast, aber das macht nichts. Das tut mir leid. Und Wissenschaft. Du machst das ganz super. Und, Dankeschön. Und meine Kolleginnen aus dem Bereich Wissenschaft haben sich auch Fragen gewünscht. Ja. Weil zuerst hatten wir überlegt, diese Moderation zu teilen, dass du quasi aufgeteilt wirst mit zwischen einer Kollegin aus dem Bereich Wissenschaft und mir aus dem Bereich Kultur. Aber darf ich ein paar Fragen aus deren Perspektive stellen? Ich hoffe, können wir gleich noch die Albencover zeigen da?
Oder soll man das? Genau, das passt dazu. Das passt dazu, okay. Genau, und zwar möchten, nein, das passt nicht dazu, aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem. Und zwar möchten die Kolleginnen wissen, aus deiner Sicht, welche Bedeutung hat die Artenvielfalt für das ökologische Gleichgewicht und warum ist ihr Erhalt so entscheidend? Sie merken, wie ich das lese, das ist nicht meine Frage, aber würdest du darauf eine Antwort geben? Ja, können wir nochmal erstmal das Massenartensterben einblenden? Ich meine, wir befinden uns gerade im sechsten Massenartensterben. Ja, der Juli, wir machen das oft zusammen, von daher weißt du das. Bitte einmal einen Applaus für Julius Greger, weil er das großartig ist. Genau, also das muss man den Leuten immer wieder mal klar machen. Das Artenaussterben, das seht ihr, das ist ganz normal, das gehört zum Standardrepertoire der Evolution. 99,9% aller Arten, die jemals lebten, sind auch wieder ausgestorben. Ja, da bist du überrascht jetzt. Aber, und es gab ja 5 große Massenartensterben, das letzte große war vor 65 Millionen Jahren, als der Meteorit auf die heutige Halbinsel Yucatan reingeschöppert ist, war es das Ende mit den Dinos. Und wir befinden uns jetzt gerade im 6. Massenartensterben und pro Tag verlieren wir 150 bis 400 Arten für immer und ewig. Und dass man die reaktivieren kann aus Bernstein, das ist Science Fiction. Das ist einfach so. Und man geht davon aus, dass 1 Million Arten ihrem Bestand als gefährdet gelten. Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir Menschen, wir sind mittendrin statt nur dabei. Wir Menschen ernähren uns, glaube ich, zu 60% von gerade mal 3 Pflanzenarten, von Mais, von Reis und von Weizen. Wir sind also ein Teil dieser hochkomplexen Biosphäre und je mehr Knotenpunkte da rausbrechen, desto fragiler wird das. Und zeig mir mal die planetaren Grenzen. Von Rockström, dieser Resilienzforscher, da seht ihr das hier, das mit dem Klimawandel, also Klimawandel und Biodiversitätskrise, das sind ja Zwillingskrisen, das eine bedingt das andere. Also auch durch die schnelle globale Erwärmung zerreißen ganz schnell ökologische Ketten. Und das ist natürlich auch ein Problem für uns. Wir sind zum Beispiel genetisch, sind wir enger mit dem Schimpansen verwandt als der Schimpansen mit dem Gorilla. Das muss man sich auch mal wieder bewusst machen. Naja, und vom Verhalten manchmal auch, aber das, also gerade bei Politikern. Also das heißt, wir sind darauf angewiesen, das ist unsere Überlebensversicherung, diese ökologischen Systeme. Und deswegen seht ihr hier, wir haben diese Grenzen auch schon viel stärker überschritten wie bei dem Klimawandel. Und das ist halt eben auch sehr ungenau, weil man weiß ja noch nicht mal, wie viele Arten es überhaupt gibt. 1,8 Millionen Arten sind erst beschrieben. Manche Schätzungen sagen, es gibt 5,5 Millionen Arten. Manche sagen, es gibt 6,6 Millionen Arten. Manche sagen sogar 10 Millionen. Mein Freund Johannes Vogel sagt, es gibt 100 Millionen Arten. Man weiß es nicht. Das ist wie ein Buch des Lebens, wo wir die ersten 10 Seiten erst gelesen haben und wir verbrennen es schon. Aber könnte man sagen, welche Arten tatsächlich jetzt gerade aktuell ganz besonders bedroht sind? Vielleicht sogar auch in Deutschland, um hier vor der Haustür zu bleiben sozusagen. Auch da haben wir selbstverständlich was vorbereitet. Mach mal die roten Listen. Genau, hier ist eine Gefährdungssituation. Ihr seht, 30-50% der heimischen Tier, Pflanzen und Pilze in Deutschland gelten ihrem Bestand als gefährdet. Also das ist wirklich krass. Und es gab ja das Insektensterben, das habt ihr mitbekommen, diese Studie 2017, Krefeld-Studie, dass wir in den letzten 3 Jahrzehnten 74% der Biomasse an flugfähigen Insekten bei uns verloren haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil 90% der natürlichen Biomasse sind Insekten. Das sind ganz wichtige Systemdienstleister an dem Ökosystem, deren Dienstleistung wir auch tagtäglich in Anspruch nehmen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, mir fällt es gerade nach all diesen Zahlen und Fakten ein bisschen schwer, in Feierstimmung zu geraten. Aber das schaffst du ja wirklich ganz besonders gleich. Das ist ja auch letztendlich dein Ziel. Also wie ich anfangs gesagt habe, Dominik, wirklich, ich möchte keinen, wie sagt man, Honig ums Gesicht schmieren. Ums Maul schmieren. Aber unhöflich. Aber wir könnten jetzt wirklich noch eine Stunde reden, mindestens. Eigentlich könnten wir noch einen Tag mit dir reden. Der ist jetzt los, ne? Vielleicht nur jetzt zum Schluss, also bevor wir die Musik hören, also vielleicht, nein, bevor ich zu meiner Frage komme, noch eine Frage davor. Was machst du jetzt gleich? Also was hören wir gleich? Mir wurde ja gesagt, ich bin heute als Musiker hier gebucht. Das ist eine Musikveranstaltung. Ja, ist eine Musikveranstaltung, da muss ich mich unterordnen. Ich habe es ja mehrfach versucht, hier einen Vortrag zu machen, aber Bahar sagt, nein, Klappe halten und Musik machen. Sie wollen tanzen. Wollen tanzen, deswegen spiele ich ein Live-Set, 90 Minuten lang, mit meiner komplett eigenen Musik. Ich habe verschiedene Drumcomputer und Synthesizer dabei und spiele das live. Gleichzeitig wird der Julius dazu Visuals machen, aus der heimischen Natur. Da arbeite ich mit tollen Leuten zusammen, wie zum Beispiel dem Jan Haft, dem berühmten Natur- und Tierfilmer, mit dem ich auch gerade einen Dreiteiler für die ARD mache zum Thema Wald. Kommt im Dezember auf der ARD. Mhm. Mit Torben Danke habe ich die Makrofotos zusammen gemacht.
Und ja, ich habe verschiedene Synthesizer da, womit ich das live spielen werde. Und die Visuals, die wir sehen von Julius, auf jeden Fall. Die Visuals, die wir von Julius sehen, sind Materialien von verschiedenen Fotografen und Filmmachern, die du dann wiederum bearbeitet, verarbeitest, live oder vor, live, okay. Das heißt, du reagierst auf die Musik von Dominik. Sehr interessant. Mein Gott, wir könnten uns noch, also ich könnte mich noch lange mit dir weiter unterhalten. Jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Wir sind ja als Körperstiftung sehr daran interessiert, die Gesellschaft besser zu machen. Hast du eine Botschaft für uns? Also gerade, wenn es um das Thema bedrohte Vielfalt geht. Was kann ihr davon uns machen, wenn wir jetzt heute so, aus dem Konzert nach Hause gehen, wenn wir morgen früh aufstehen, was können wir besser machen? Also mir ist immer ganz wichtig, den Leuten zu sagen, nicht das mit dem, da müssen wir jetzt mal einen kurzen Exkurs machen, so viel Zeit muss sein. denken ja viele Leute, wenn ich ein Insektenhotel aufhänge, kann ich das Insektensterben stoppen. Fangen wir erstmal mit der Gartenfläche an. Ja. Da denken ja viele Leute, man kann die Probleme ja im Garten lösen. Es ist aber so, dass die Gärten gerade mal 1,9% der Bundesfläche ausmachen. Das heißt, die landwirtschaftlichen Flächen machen 50,6% aus. Da wird der Drops gelutscht, da wird der Käse gegessen. Und davon werden 60% okkupiert für den Anbau von Futtermitteln, damit wir unser tägliches Fleisch essen können. Das heißt, der Verzicht auf Fleisch ist wirklich ein Schlüssel, wo man wirklich was mit bewirken kann und nicht... Nicht in irgendwelchen Gärten ein paar Insektenhotels. Nee, das muss man den Leuten wirklich immer sagen, es sind hier systemische Probleme. Das sind keine Probleme, die man im Garten lösen kann oder auf die kleine Frau oder einen kleinen Mann umsetzt. Es sind politische Probleme. Wir müssen da größer skaliert denken. Es ist wie der persönliche CO2-Fußabdruck. Das ist wurscht. Wir müssen da größer denken. Und genauso ist es dann auch bei, zum Beispiel bei Nistkästen. Wenn wir Nistkästen aufhängen, wir denken in einen Hagebaumarkt wie Bastian Schweinsteiger, kaufen da einen Nistkasten, denken, das Vogelsterben wäre geendet. Nein, es gibt 259 Brutvogelarten in Deutschland. Die 19 häufigsten davon machen 80% der Individuenanzahl aus. Das heißt, wir können das Vogelsterben damit nicht stoppen. Wirklich bedrohte Arten, Wachtelkönig, Brachvogel, Rebhuhn, habe ich noch nie bei einem im Garten brüten gesehen. Genauso ist es auch, beim Insektensterben, diese Insektenhotels, es gibt 585 Wildbienen in Deutschland, gerade mal 7% davon gehen diese Insektenhotels, 93% ist das wurscht. Genauso wie mit diesen Plüschstreifen, Plüschstreifen, wir müssen aufpassen, dass wir lauter Plüschstreifen, Insektenweiden und Insektenhotels nicht die Orientierung verlieren, nicht den Blick für das große Ganze verlieren. Es gibt in Deutschland 33.500 Insektenarten ungefähr, und davon gehen nur 9% interessieren sich überhaupt für Blüten. 91% ist das vollkommen wurscht, was eine Blüte ist. Ja, da guckst du. Ne? Wovon ernähren sie sich? Ja, die häufigste Ernährungsform ist das Parasitoide. Also weißt du, was der Unterschied ist zwischen Parasitär und Parasitoid? Natürlich. Ja. Also Parasitär ist, wenn man zum Beispiel eine Zecke hat, die lässt uns ja leben. Und Parasitoid ist, wenn der Wirt getötet wird. Das ist der Unterschied. Ah, ja. Das ist die häufigste Ernährungsform. Aber was ich damit zeigen will, 95% der vom Aussterben bedrohten Insekten findet man ausschließlich nur in Schutzgebieten. Das heißt, es ist eigentlich egal, was wir da im Garten machen. So, jetzt bist du ja völlig desillusioniert, denkst du, was kann ich denn überhaupt machen? Ich habe gar keinen Garten, deswegen... Ja genau, das ist ja nochmal so ein anderes Thema. Viele Leute haben gar keinen Garten. Genau, aber was könnt ihr machen? Zum Beispiel hier, jeder Einkauf ist ein Stimmzettel für oder gegen den Naturschutz. Wie teuer ist billig? Einfach weitermachen, Julius. Hängen geblieben oder was? Hä? Ach, da, doch. Ja, genau. Wie teuer ist billig? Ja, also jeder Einkauf ist wirklich ein Stimmzettel für oder gegen den Naturschutz. Schaut, wie wird das angebaut? Wenn der kein scheiß Fleisch mehr aus Massentierhaltung kauft, wird das irgendwann noch nicht mehr hergestellt. Das ist einfach so. Das ist mal Angebot und Nachfrage. Muss jeder an die eigene Nase packen. Weil die versteckten Kosten, die werden ja quasi auf dem Rücken der Allgemeinheit ausgetragen. Aber das könnt ihr wirklich mit eurem Konsumverhalten noch mitsteuern. Weiter? Haben wir irgendwas übersprungen eigentlich da vorne? Hä? Was? Das haben wir schon. Genau, das ist halt eben die Aussterbeprozesse nach räumlichen Skalen verteilt. Da seht ihr, diese Arten, diese Aussterbeprozesse sind immer sehr klein strukturiert. Das heißt, aber auf der anderen Seite vor der eigenen Haustür habt ihr eine ganz andere Wirkmächtigkeit. Das heißt, packt an, schließt euch in Naturschutzorganisationen an. Und das seht ihr auch hier, was mir wirklich Hoffnung packt. Es gibt Studien zu sozialen Kipppunkten in der Gesellschaft, dass wenn wir nur 7-9% der Bevölkerung nachhaltig verändern, dann können aus fühlenden Minderheiten Mehrheiten werden. Die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert ist dafür ein gutes Beispiel.
Und das können wir auch schaffen. Nur dafür muss man sich formieren in Naturschutzorganisationen. Dann, Entschuldigung, wolltest du was sagen? Die ganze Zeit schon, aber alles gut. Es sind ja noch ein paar Folien. Ja. Dann nach wie vor ein Riesenproblem sind einfach Ackergifte, die wir ganz euphemistisch als Pflanzenschutzmittel titulieren. Wir haben jahrzehntelang Insekten mit Insektenvernichtungsmitteln vernichtet und wundern uns jetzt, dass sie vernichtet sind. Das ist ein Riesenproblem. Das können wir aber nur auf politischer Ebene lösen. Ne? Also wenn die jetzt wieder da Glyphosat für weitere 10 Jahre legitimieren wollen, da kriege ich mal Lust, da hinzufahren und die mal anzufassen. Also das ist, da fehlen einem irgendwann die Worte. Das ist so, weißt du, man, seit Jahrzehnten rackert man sich da auf und wirklich die großen Probleme, die großen Stellschrauben, es wird einfach wieder ignoriert und der Lobbyismus perpetuiert dieses kranke System weiterhin. Da kann man schon die Hoffnung manchmal verlieren. Ja. Dann, was wir immer mehr feststellen, hier bei uns in Deutschland, das autochthone Ökosystem war geprägt von Megaherbivoren, von großen Pflanzenfressern. Es gab hier früher Elefanten, Nashörner, Flusspferde, bevor der Mensch hier eingewandert ist. Erstaunt, Mammut ist erst vor 3200 Jahren ausgestorben. Das heißt, die waren Ökosystemingenieure, die Terraforming gemacht haben, das alles umgeprägt haben. Und da ist die ganze Natur- und Koevolution mit entstanden. Wenn man sich das anschaut, es gibt 71.500 Tierpilz- und Pflanzenarten in Deutschland. Davon leben gerade mal 10% im Wald. Wenn wir jetzt alles verbuschen, also nichts mehr bewirtschaften und verbuscht ist, die natürliche Sukzession tritt an. Irgendwann ist der Wald da, 90% der Tierarten verliert den Lebensraum. Das können wir auch ganz einfach machen. Wir können das substituieren durch Pferde und Kühe, die wir aus den Ställen auf die Weiden lassen, ganz extensiv sogenannte wilden Weiden. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht nur ein Schutzgebiet haben, sondern du hast mich gefragt, was man machen kann, das sage ich jetzt. Und das ist nicht nur ein Schutzgebiet, sondern das wirklich ein Netzwerk davon machen. Ja? Das bringt gar nichts, weil da so gerade Insekten, die migrieren und nicht hunderte Kilometer. Jeder Gemeinde, ja, Biotop, gibt zum Beispiel mein Freund Peter Berthold, Professor Peter Berthold von der Vogelwarte Radolfzelt, der hat das ganze toll mit der Heinz-Siemann-Stiftung gemacht. Jeder Gemeinde, ja, Biotop, 5 bis 10% der Gemeindefläche mit einer wilden Weide, ein Biotop anlegen, zack, ist die Biodiversität wieder da, das Problem ist gelöst. Also jeder hat jetzt einen Plan, würde ich sagen, ja, mit dem, was du gerade aufgestellt hast. Vielen Dank, Dominik. Mir fehlen auch gerade ein bisschen die Worte, um mich angemessen bei dir zu bedanken. Du hast dich auf dieses etwas experimentelle Format bei uns eingelassen. Das ist für dich jetzt auch neu, fürs Publikum vielleicht auch. Ich freue mich jetzt sehr auf deine Musik. Wie gesagt, wir könnten uns noch ewig mit dir weiter unterhalten. Vielleicht können Sie das auch noch, wenn Sie im Anschluss ein paar Minuten noch, also wenn der Herr noch Zeit hat, schnell mal ein paar Fragen loszuwerden. Ansonsten sind die Inhalte, die wir jetzt gerade mitbekommen haben, hauptsächlich in einer Biodiversitätsshow zu erleben, die auch noch weiterhin tourt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Veranstalter hier im Saal, der gerade sein Glas hat fallen lassen. Ja, Sie können den Herrn buchen, das geht. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr in Hamburg eine machen. Oha, der ist aber nervös jetzt. Dominik, Julius, ich danke euch von Herzen. Wir freuen uns sehr und ich hoffe von wirklich, ich glaube, da spreche ich von uns allen, dass du uns ganz, ganz, ganz lange erhalten bleibst und dass du weitermachst mit diesem Engagement. Es ist wirklich existenziell wichtig, deine Arbeit. Vielen Dank. Passt schon. So. Wir fangen vielleicht mit der goldenen 8 an. So. Das Mikrofon noch an hier? Ja, ne? Also, bevor ich jetzt mein Live-Set hier anfange, den ersten Track, den ich gleich spiele, den werden einige von euch auch schon erkennen. Müsste jetzt eigentlich auch schon laufen. Läuft hier was? Ne, wieso läuft hier nichts? Ah, doch. Genau, das machen wir das Mannigfaltig-Album-Cover. Hast du? Ich ziehe mir währenddessen mal wieder die Schuhe an hier. Ah ja, genau. Also das erste Lied, was ihr jetzt hört in meinem Live-Set, ich werde jetzt gleich das Mikrofon aber weglegen, weil ich soll ja nur Musik machen, aber das muss ich nur mal kurz erklären. Das ging darum, weil die heimische Natur einfach so divers ist, so mannigfaltig ist, dass man sogar von allen Zahlen von 1 bis 12 namentlich eine heimische Tierart findet. Nämlich Eintagsfliege, 2 brütiger Scheckenfalter, 3 Zehenspecht, 4 Flecklibelle, 5 Fleckwitterchen, 6 Lilienbodenolle, 7 Schläfer, goldene 8, 9 Töter, 10 Punkt Marienkäfer, hier habe ich jetzt ein bisschen geschummelt, 11 mein Flechtenbärchen, aber keinem ist bisher aufgefallen und natürlich der 12 Punkt Spargelkäfer. Und das war sogar in den deutschen Charts zwischen Rammstein und Helene Fischer. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Botschaften auch den
in Gefilde reinbekommt, die das sonst gar nicht. Was ist das denn hier? 12-Punkt Spargelkäfer, was soll das sein? 6-Leben-Bohnen-Eule, Leute sich damit beschäftigen. Und das war auch in der Bild-Zeitung, im Playboy-Magazin. Das heißt, das sind jetzt keine Medien, die ich besonders gut finde, aber darum geht es auch da, die Dinge mehrheitsfähig zu machen. Ich zeige jetzt kurz nur ein zweites Konzept von meinem letzten Album, Avi Chrom, weil das ist einfach so, dass ich rede jetzt einfach immer weiter, aber hast Pech gehabt. Mach gar keine Musik. Ja. Nee, ich höre gleich auf. Aber das erkläre ich gerade noch mein vorletztes Album, weil ich hatte es der Bahar ja vorhin auch gesagt, Musik machen ist ja nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen. Und man kann wirklich da drin ertrinken, in diesem unendlichen Meer der Möglichkeiten. Das ist wie so eine Büchse der Pandora, die man aufmacht. Also mich macht das psychisch immer fix und fertig, Musik zu machen, weil wann ist man denn da fertig? Dann gehe ich ins Studio, mache da, lege mich ins Bett und denke, scheiße, wieso hast du jetzt die Note gemacht? Könntest du ja die Note machen mit dem Synthesizer? Das heißt, das ist nie fertig. Das heißt, mich macht das psychisch fertig, Musik zu machen. Deswegen überlege ich mir immer erst ein Konzept, und dann, ähnlich wie ein Maler ein Bild malt oder jemand eine Geschichte schreibt, so fange ich dann an, meine Musik zu machen. Mal nochmal zurück, Julius. Mein letztes Album, das hieß Avi Chrom, das ist ein Kunstwort, was ich geprägt habe aus dem lateinischen Wort Avis, also Avi Fauna, der Vogelwelt, und griechisch Chromos für Farben, also Vogelfarben. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Es gibt 259 regelmäßige Brutvogelarten in Deutschland. Und bei der Welt der Vögel hat Mutter Natur einfach die komplette Farbpalette benutzt. Ja? Das ist dieser Form- und Farbvielfalt bei den Vögeln, das ist atemberaubend. Mein Vogelquartett könnt ihr vorhin auch kaufen. Der leichteste Vogel ist das Sommergoldhähnchen. Der wiegt so viel wie ein Bleistift, 4 bis 7 Gramm. Der schwerste Vogel bei uns ist die Großtrappe oder Höckerschwan mit 18.000 Gramm. Und ich habe mir geguckt, wie viele Farben gibt es denn, die namentlich, also im Trivialname, von deutschen Brutvogelarten vorkommen. Und dann stelle ich fest, es sind genau 11 Stück. Und das hat mir wunderbar geholfen, weil einen 12. Track brauchte ich gar nicht anzufangen, weil es gar nicht eine 12. Farbe gibt. Da habe ich gesagt, super, vielen Dank. Und dann habe ich mir die ausgesucht und zu all diesen Vogelarten habe ich eine sehr, sehr persönliche Beziehung, eine sehr lange Beziehung, weil ich schon als kleines Kind habe ich ja Vögel beobachtet, war ich Ornithologe. Und mein Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ach, der Schwarzhalstaucher vor 40 Jahren ist jetzt ein ganz anderer, sondern es ist einfach der Schwarzhalstaucher. Das heißt, ich habe eine besondere persönliche Bindung dazu und dann fällt mir das ganz einfach dazu, Musik zu machen. Und so hilft mir das, da einen klaren roten Faden zu haben, ein Korsett zu haben. Genau, das wollte ich nur so als Einleitung mal machen, damit ihr das ein bisschen versteht, was ich mache. Und wir hören jetzt das Lied Goldene Acht, machen nochmal von dem Mannigfaltig-Album. Und jetzt halte ich endlich meine Klappe und spiele Live-Musik. Viel Spaß.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.